Hallo, in diesem Video möchte ich euch die Top 10 Fernstreamanbieter für den Mai 2016 vorstellen. Dabei handelt es sich um die 10 Anbieterforen, die im vergangenen Monat bei fernstudiuminfos.de am häufigsten aufgerufen worden sind. Los geht es dabei jetzt mit dem 10. Platz. Auf dem steht die PFH aus Göttingen. Diese hat sich um 2 Plätze verschlechtert von Platz 8 auf Platz 10. Auf dem 9. Platz steht wie im Vormonat die Open University. Und auf dem 8. Platz ist neu dabei die EuroFH. Die EuroFH war Anfang des Jahres schon mal platziert, hat jetzt aber einige Monate Pause gemacht. Wenn jemand neu dazukommt, muss auch eine Hochschule gehen. Das ist in diesem Fall die Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft, die im letzten Monat noch auf dem 10. Platz mit dabei war. Ja, auf dem 7. Platz steht die Akkad, einen Platz schlechter als im Vormonat. Und auf dem 6. Platz steht die Porsche FernFH, die sich um einen Platz verbessern konnte. Auf dem 5. Platz steht wie im Vormonat die Wilhelm-Büchner-Hochschule. Die HFH, die Hamburger Fernhochschule, hat es diesmal nicht in die Top 3 geschafft und sich vom 2. auf dem 4. Platz verschlechtert. Auf dem 3. Platz steht die Diploma, die im April noch Spitzenreiter unter den Top 10 war. Auf dem 2. Platz steht die IUBH, die sich vom 4. auf den 2. Platz verbessern konnte. Vermutlich mitbedingt dadurch, dass es im Moment zahlreiche Diskussionen gibt zur IUBH im Forum, speziell zu den Planungen, bald auch Online-Klausuren anzubieten. Und auf dem 1. Platz, verbessert von dem 3. Platz, steht die einzige staatliche Fernuniversität in Deutschland, die Fernuniversität in Hagen. So, und hier die ganzen Top 10 noch einmal im Überblick.